Ich weiß nicht, ob ich den Hack gut finden oder schlecht finden soll. Er hat auf jeden Fall ein paar neue Sachen. Neu ist immer besser. Was ist eigentlich mit Yoshi los? Wieso kann ich Yoshi nicht mehr? Ich habe mir übrigens nochmal Super Mario World von Scully und Katze angeguckt. Und das ist schön, wie beide von euch während des Let's Plays zahlreiche Veränderungen durchlaufen. Zum Beispiel, wie du am Anfang gesagt hast, oh, Yoshi ist der Sonnensüße. Und der ist so lieb. Und das ist auch mein Yoshi. Und hinterher war das die Kackdorze schlechthin. Make adjustments, go get it energized. Kann ich hier von unten da durch? Nee. Nee. Konker ist scheiße, damit kann ich gar nichts anfangen. Madbone spielt Super Mario World, steht unten, das ist gut, das ist wichtig, glaube ich. Aber man kann ja nicht SMW-ROM-Hacks hier reinschreiben, weil das ja per se eigentlich noch illegal ist. Obwohl, ist das nicht mittlerweile Open Source? Ah. Oh, ja, habt ihr das gesehen? Bruger, das Schwein ist in Griechenland. Der macht da Urlaub. Aber ist cool. Das gönne ich ihm richtig. Gönne ich beiden. Also allen dreien. Wir beiden sind die drei lustigen Vier. Da ist doch was hier. Da muss ich rein. Ja, sag ich doch. Sage ich doch. Achtung, Koopa. Ja, ich musste gerade Chat lesen. Sind nicht mehr illegal. Wer hat das gesagt? Real Shigeru M. Lion. Real Shigeru M hat das bestimmt gesagt. Lion. Also. Lion. War theoretisch illegal, weil du urheberrechtliches Material verwendest und neu benutzt. Ja. Vom Urheberrecht her ist das tatsächlich nicht so. Aber wenn ja. Ja, ich kenne mich mit Medienrecht gar nicht aus. Also mir ist, wenn ich in Griechenland im Urlaub war, immer nur aufgefallen, dass da unfassbar viel Dreck am Rand liegt. Auf dem Strand und am Straßenrand auch. Das finde ich immer total schade. Ich weiß gar nicht, warum die ihre Strände so... Nö, ich auch nicht. ...verhunzen. Alf. 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 Der arme Hase, ey. Der tut mir richtig leid. Ich habe keine Ahnung. Wir laufen jetzt auch schon wieder die Zuschauer weg, weil wir die ganze Zeit nur im Kreis laufen hier. Das ist schön, ey. Soll ich den aufhören? Sollen wir mal was anderes machen? Irgendwie bin ich hier gerade nicht mehr so gepicht darauf. Und im SOW Central steht, ja, schön, alles toll, super kreativ und bla. Steht nicht drin, dass da 200 Mal das gleiche Labyrinth ist. Ja, das steht ja nicht. Ach so, ja gut. Dann halt ohne Yoshi. Mit Yoshi komme ich da nicht durch, der ist zu fett. Vermutlich, weil das ein Sprite ist, der nur für Geisterhäuser benutzt wurde. Ah! Vielleicht funktioniert... Vielleicht sind sie ja irgendwann darauf gekommen, dass Yoshi da nicht funktioniert. Mit diesen Sprites und mit den Teils dann im Endeffekt. Und dann haben sie gesagt, der darf einfach nicht mit ins Dungeon. Alter Schwede. Glass Shattering. Die Leute sagen eh andere Hack. Sagen andere Hack? Zumindest zwei. Ja, andere Hack. Sind's drei. Andere Hack, alles scheiße. Scheiße, durchgefallen. Minus. Okay. Der macht keinen Spaß. Gleich wieder eine wütende Bewertung schreiben. Area to Darkness fixed, steht er auch hier. Arsch, ist überhaupt nicht fixed. Ich habe noch einen kleinen. Jumpman Returns heißt der. Kann man ihn sehen? Ja, offenbar schon. Das ist gut. Und da ist man Jumpman, wie damals Mario eben. Also ganz oldschool. Hier ist er. Remember the old good times? I'm back. Jumpman strikes back. Rage Creek Alf steht für Alter 4? Das hast du dir jetzt ausgedacht. Alf. Ach scheiße, ich sollte mal Welcome hier angucken. So, da rein. Hallo.
Welcome to this short journey, Jumpman. Let's go again. These flames can kill you in one shot. Who high can you get? Puh. Ich find's ganz schön warm. Ja, ich auch. Wolltest du Fenster aufmachen? Ne. 25 Meter. Das ist aber interessant gemacht. Schönes Design eigentlich. Na, sieht aus wie auf unserem Poster. Ja, das ist ja einen klassischen diesmal, ne? Denki Kang. Ah, das habe ich mir gedacht, man wird nicht groß und das finde ich auch gut. Oh, Leute, das ist doch. Alleine dann noch diese Musik dabei. Denki Kang Musik. Wieso, wie läuft's eigentlich mit der Wohnung? Hast du dich mal eingerichtet? Kurisu! Ah, Scheiße. Danach spielen wir eine Runde Brawlhalla, habe ich gehört. Ich habe da Bock zu. Und wie ich das geschafft habe, weiß ich auch nicht. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Aber was ist er denn hier? Den kann ich mitnehmen. Nee. Kirby, du kriegst. Theoretiker, kann man bei euch auch so vegan Geschenkkörbe zusammenstellen lassen? Für dich selber? Die mir dann jemand anders schenkt. Mit so geilen Sachen drin. Und Goji-Bären und so ein Scheiß. Ich glaube, der hat ja gesagt, die Fässer sind Instant Death, ne? Leute. Jetzt bin ich hier angefixt, also das ist gut. Das hier ist echt gut. Das ist echt gut. Geil, gib Geschenke. Ah! Mit Donkey Kong Musik ist einfach alles 100-mal besser. Wer von euch war eigentlich letztes Mal dabei, als Arno und ich Super Mario World gespielt haben? Ganz am Ende noch. Ich nicht. Also, das waren ja nicht mehr viele, aber diejenigen, die dabei waren, die hatten Spaß, glaube ich. Also, das war... Hinterher wurde es richtig heftig. Wir haben es nicht geschafft. Aber wir sind nah dran gewesen. Arne, nächstes Mal, wenn du da bist, ne? Wir starten um die gleiche Uhrzeit, aber dann machen wir das fertig. Ah, was macht er denn jetzt? War das schon immer so, dass wenn man bei Mario nach unten drückt bei einer Ranke, dass man dann auch festhält? Das war vor dem Japan-Tag. Ich dachte immer... Ja, das war am Tag vor dem Japan-Tag. Das war auch so geil. Als wir zurückgefahren sind, ist da irgendwie eine Bahn ausgefallen, weil irgendjemand seinen Koffer da gelassen hat. Der war natürlich herrenlos und alle gleich, ah, Terroranschlag, Terroranschlag. Stell dir mal vor 50 Jahren hätten sie gesagt, der ist einfach nur blöd. Was sagt der Chef eigentlich zu Tim Wiese? Wer? Er sagt, wer? Habt ihr gestern ein Eröffnungsspiel geguckt? Ich fand es ziemlich langweilig. Die haben gar keine Power gegeben. Ja. Wie soll man da denn rüberkommen? So vermutlich. Dann eben nicht! Ja, Katze müde. Das haben wir doch schon geklärt, Kinder. Ja. Diese Ölfässer, die sind auch überall. Das Schlimme ist, dass ich hier nicht einfach so rausspringen kann. Weil ich da immer nur auf den Friss krieg. Also wenn ich sehr viel Zeit hätte, ne, dann würde ich das auch normal machen hier. Also das kann schon was hier. Hm.
Wer hat dich gefragt mit dem Wiese? Ahne. Okay. Ich würde dir auch sagen, was er dazu gesagt hat, aber meine Seite hat sich gerade resettet. Ja. Ich kann gerade noch nicht gucken. Warte mal, jetzt lese ich. Ach, das war der, da hat Mago ja mitgeredet. Also, da hatte Mago ja mal von geredet, damals. Ja, soll er machen, ne? So ein Ex-Fußballer, der mit dem Kraftsport angefangen hat. Da fällt mir doch auch einer ein. Aber ich frag jetzt nochmal, wie kommt man eigentlich vom Fußball zum Kraftsport? Castorber Straße rauf. Das, genau so, das wird dir noch leid tun. Oh yeah. Leute, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil ist Brawlhalla? Ihr habt mich gehypt. Ich habe es noch nie gespielt. Vielleicht ist es ja lustig. Und ihr müsst mir auch sagen, was ich da machen muss. Los! Ich habe da gerade SOM gelesen. Bin jetzt schon durch? Nö. Nö. Also die Level sind tatsächlich jetzt alle so. Ah, das ist jetzt... Ach, so ein Kletterding. Ach, Fanny ist eine Ente. Das wäre auch mein Tipp gewesen. Ja, die gibt's... Das oft. Wird dir noch leid tun. Ich glaube, ich hatte auch mal so eine ähnliche. Ja, deine Eltern hatten irgendwie auch noch eine und meine Tante hatte auch eine jetzt. Haben wir auch gesehen. Ja. Aber in anderen Farben waren die. Ja. Sag mal, wo kamen die denn her? Gab's die mal irgendwo? Stück. Wenn du die hast, wird sie mal irgendwo gegeben haben. Ja, aber wo? Ich glaube, die gab's bei uns damals im Enders, also so ein nicht nur so ein Spielzeug- und Schulartikelladen, der auch die Diddle-Sachen und so hatte. Die hatten ja, das ja, damals. Genau. Habt ihr damals Diddle-Bilder gesammelt? Ja. Macht es jemand heute noch von euch? Ja, das bitte. Habt ihr in Aktien angelegt? Die Slowdowns machen das Ganze ja auch nicht unbedingt einfacher. Und meine verkrampfte Haltung auch nicht. Halt! Hi! Ich bin ziemlich sicher, dass ihr das heute hören werdet. Ist mir egal. Ist mir egal. Das Schlimme bei den Ölfässern ist ja, dass das Feuer auch ein bisschen über die Hitbox hinausgeht. Und man dann aufpassen muss. Aufpassen. Los, ja, auf und weiter geht's. Aber das Design ist eigentlich nicht schlecht, ne? Können wir mal machen. Kirby wegfappen hier. Eine Freundin von mir hat letztens einfach vom Dachboden einen kompletten Pokémon-Kartenordner geholt. Ja, und wir haben sogar Sachen gekriegt. Nee, wir wollten gerne. Aber ich habe mich nicht getraut zu sagen, gib das her. Gib Flagmon, gib. Ich konnte mich da noch nicht entscheiden, nehme ich eine Anubis, nehme ich Togepi. Ach, eine Anubis hatte sie auch? Ja, die hatte alle drei Anubis. Oh. Alle vier Anubis. Wie kann man eigentlich heutzutage ohne Pokémon-Karten aufwachsen? Ich finde, wir sollten uns mal wieder anfangen, welche zu kaufen und dann so eine Wand damit tapezieren. Ja, dafür sind die aber auch sehr teuer. Ja. Wieso hatte man eigentlich früher Geld dafür? Weil man früher keine Miete zahlen musste. Ja, aber man hatte auch nicht so viel Geld bekommen im Monat. Das stimmt tatsächlich. Aber da war das ich sag so meinen Eltern, ich brauche mehr finanzielle Unterstützung, weil ich sag meiner Chefin hier. Pokémon-Karten machen das. Ich brauche mehr Geld für Pokémon-Karten. Coole Chefs machen das. Ja, ich bin mir sicher, Petra versteht das. Ja. Ich kann ja anfangen, Zigaretten gegen Pokémon-Karten zu tauschen, da freuen die sich auf Arbeit alle. Ja. Bei uns lag übrigens vor der Waschmaschine noch eine Zigarette. Ja, das ist schön. Rate mal, vor welcher Waschmaschine. Natürlich. Die Erkenntnis des Tages war übrigens, wenn man nicht arbeitet, hat man ja weniger Geld, als wenn man arbeitet. Das ist ja voll unfair. Anna hat ein böses Wort gesagt, das alte Schniedelpferd. Schniedelpferd, das hat alle gesagt? Früher sammelten die kleinen Mädchen Diddlebilder, heute sammeln sie Schniddelbilder. Schniddelbilder. Ja, ich meine, die früher günstiger. Das ist Schweinerei.
Ja. Ach, die Szene kennen wir doch, die hatten wir doch schon mal so, oder? Also, was ich am Anfang toll fand, ist jetzt eigentlich nur noch repetitiv und mittlerweile langweilig. Ja. Kann ich das Pinchern umdrehen? Wäre ja noch cool gewesen, ne? Ist eigentlich der Clumsy Jester heute da? Was ist denn hier los? Achso. Nee, ich kann auch so rüber. Was mache ich denn hier wieder? Was ist alles Quatsch? Leute. Wer von euch hatte nochmal geschrieben, wer grillt heute Abend? Guckt ihr dann draußen? Das wäre geil. Mach volle Pulle. Das wird dir noch leid tun. Nein, bitte nicht. Bitte, mach das nicht. Obwohl, doch, komm. Und ich gucke mir dann morgen die Statistik an. Na, was ist heute in deinem Stream passiert? Und es steht drin, 500 Leute entfollowed, 500 Leute gefollowed. Clumsy ist da. Moin! Ach, vor dem Stream gegrillt. Vorm Stream ist nach dem Stream. Oh, wie ging das nochmal? B halten oder wie war das? Erstmal Anlauf holen hier. Ja, da hast du recht, Lion. Wenn Fenster gekippt ist, ist man quasi draußen. Ja. Ganz naturverbunden. So, okay, du hast gesagt, ich habe gesagt, du sollst mich daran erinnern. Laudings, was hast du heute für eine Pizza gehabt? Ich habe dich gerade mental dran erinnert. Ja, hast du. Was ist hier denn los? Auf einmal konnte ich da durchspringen. Wohlala! Geil! Komm hier, Achtung! Da muss man auch erstmal berechnen. Laurens ist gar nicht da, ja. Wieso ist Laurens nicht da? Kann irgendjemand von euch einfach mal Laurens schreiben, was er für eine Pizza isst gerade? Das war frech. So. Den nennen wir auch. Oh, spielt jetzt England. Wie hat denn Wales gespielt? Kann mir das jemand mal eben sagen? Ich war für Wales. Diese Pizza hat er dann doch hoffentlich Was steht hier? 2-1 gewonnen, yes! Wales! Drachenpower! Geil! The next part has unlocking the before you can return to the beginning of the room. Auf der Rom stand er. Auf der Rom? Ach Gott. Rom, hey! Gegen die Slowakei. Die machen doch so im echten Waliser nichts vor. Dass sie da überhaupt mitmachen. Wofür Slowaken bekannt und richtig gut sind, ist der Eishockey, ne? Ey, wir hatten heute auf der Arbeit halt eine Veranstaltung für Lehrer und es ging darum, wie man Daftats, also Flüchtlingskindern, den Unterrichtseinstieg erleichtern kann. Und wir hatten so einen türkischen jungen Lehrer als Referenten, aber wir hatten so eine sehr erfahrene kroatische ältere Lehrerin da. Ich glaube, die hat da heute mehr Redezeit als er. Aber ich hatte das Gefühl, die hat auch mehr Ahnung von dem Thema. Die war aber irgendwie putzig. Wie soll man denn da unbeschadet durch? So, hier ist safe erstmal. Also, ihr habt's mitgekriegt, hier ist Auto-Walking.
Null! Maddie ist noch kein Lehrer. Ich hab Angst. Oh mein Gott. Wir haben neulich übrigens auf großer Leinwand Hotline Miami 2 gespielt. Das war verstörend. Das war richtig verstörend. Also so ultra verstörend. Gesundheit. Geschafft. Und Brust. Brust? Ja. Ja? Ja, motiviert mein Lehrer. This is true. This is true. So, 100 Meter, ab in die Wolken. Und der wird natürlich nur bei meinem Schulbuchverlag seine Schulbücher holen. Natürlich. In this level, the red pipes are bullets. Bullet-Bill-Shooters. Schotters. Danke für die Gesundheit. Spielen wir auf Schotter heute, oder wie ist das? Red? So, the red pipes, ja. Lies doch mal richtig hin, Mary. Mary. So geht das doch nicht. Hast du mal Hurdler gespielt? Was? Hurdler? Hurdler. Nee. Ach so geht es. Ah! Ich habe langsam meinen SMB-Swag verloren, also irgendwo ist dann auch vorbei. Ich glaube, ich sollte mich zur Ruhe setzen. Alles gemacht. SM-Gummibärchen. Alles gemacht. Das mit Peter Behrens hat ihm erzählt, ne? Dass er gestorben ist. Das ist ein schreckliches Jahr. Tja. Karimo fragt, wie das so ist im Studium. Was willst du denn überhaupt studieren, Karimo? Also was für Fächer möchtest du unterrichten später? Also tatsächlich... Boah, ja genau, ey, geh kacke naschen hier, was ist... Theoretiker hat mich gerade hässlich genannt. Was? Was hat er gemacht? Das geht doch nicht. Das merke ich mir. Gibt eine Nackenklatsche nächstes Mal. Aber richtig. So geht das aber nicht. Alf. Alf. So, jetzt ist gut. Ich will jetzt Brawl Haller spielen, das sieht lustig aus. Ich glaube. Ja, Pauline, moin! Dirty Gang is mean as Geld. Also, ich glaube, zu Bio und Chemie kann dir Matti nicht so viel sagen als Lehramtsstudiengang. Ich habe ja mal Bio studiert, ich kann dir sagen, du musst halt viel auswendig lernen können. Aber wenn es dir Spaß macht, dann klappt das auch. Und du musst auch relativ viel wöchentlich immer abgeben. Ja, und du musst. Also, wir haben jede Woche einen Test geschrieben in Physiologie. Und es war halt wirklich sau viel zu lernen, aber ich. Ich finde, wenn es Spaß macht, macht es nichts. Aber du musst auch fit in Mathe und Physik sein, auf jeden Fall. Welcome to the credits. War aber ein schöner Hack im Endeffekt. Wenn ich mehr Zeit und Lust dazu gehabt hätte, hätte ich das vielleicht mehr genießen können? Denke ich. Aber egal. Wie hat es euch gefallen? Plus oder Minus? Was sagt ihr? Plus? Minus? Wie er da guckt. Ich bin ein kleiner Marin. Okay, Kinder. Pipi-Pause oder was? Und dann Brawlhalla? Mhm. Ja, holt euch alle nochmal was zu essen, zu trinken, was auch immer. Und holt mal den Launings her. Wo ist er schon wieder? Das geht doch nicht. So, ich mach Musik an. Bis gleich. Moin.
Welcome to Brawlhalla! Moin! Moin! Ja, wir haben jetzt zweimal das gleiche Lied gehört. Das ist gut, ne? Das macht mehr Spaß. Das ist so die gewisse Würze, die im Leben dazugehört. Wir spielen jetzt Brawlhalla! Und jetzt muss ich das erstmal einstellen. Das ist natürlich erstmal wichtig. Ich habe Brawlhalla hier noch nicht hinzugefügt. Das ist cool. So, Brawlhalla! Da ist es. Sieht gut aus, ne? Ja, ist cool. Ich muss das jetzt erstmal auf 16 zu 9 erhöhen. Das geht ja im Spiel nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal witzige Sachen machen. So. Mhm. So. Sieht schön aus, ne? Macht Spaß. Man kann jetzt, glaube ich, nicht alles davon sehen. Ja, aber so ein bisschen ein Schwund ist immer. Dafür sieht es schön aus. Brawlhalla ist meines Wissens nach gratis, oder? Wie war das? Weiß ich nicht. Das heißt, theoretisch können alle mitmachen. Und ihr müsst mir jetzt sagen, worauf ich klicken muss. Ihr habt einen Raum gemacht, ne? Mhm. Custom.